Wow, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Last of Us 2 mit Abby und Lev, der wir da steht. Oh, wir sind noch immer im Hochhaus. Ich habe sicher schon zwei oder drei Höschen verbraten. Jetzt gerade vorher in der letzten Folge auf alle Fälle. Alter Schwede. Aber ich glaube nicht, dass es ruhiger wird. Aber mal schauen. Auf geht's. Verdammtes Gebäude. Oh ja. Bitte, bitte, bitte reiß nicht. Alter, wo sind wir? Floor 4. Oh, noch 4 Stockwerke, Mann. Ich hab Schiss. Mein Leben ist voll. Meine Hose fast auch. Kann ja nur besser werden, hä? Am besten gefällt mir Lev. Der geht einfach rein. Ja. Wird schon gut gehen. Ich sehe mich da schon halb zerfleischt. Da sehe ich mich erst recht halb zerfleischt. Du kannst die Maske abnehmen. Danke. Dann machen wir mal. Scheiße. Ja. Geh zu. Nein, 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 nicht wieder aufgehen. Geh zu. Das Krankenhaus. Da ist das. Wir haben es geschafft. Das haben wir. Sag das lieber nicht, Kleiner. Das kann auch noch nach hinten losgehen. Siehst du den Aufzug da vorne? Ja. Das wäre der Weg gewesen. Keine Infizierten. Cool, Lev. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt. Du bist ein guter Bruder. Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara das alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause, bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Sie ist unsere Mutter. Es ist unsere Pflicht. Ja, wieder ein Coin. Rhode Island. Okay. Yes. So mag ich das. Schaut's nicht mit meiner Munition aus. Da schaut's mal, naja, akzeptabel aus und entwickelt gut.
Da schaut's gut aus, da schaut's gut aus. Da habe ich ja eh nicht mehr. Da schaut's einmal gut aus, einmal schlecht. Ja, drei Schuss sind auch nicht so übel. Vom Flammenwerfer habe ich noch 35. Einmal ein bisschen wütend herumwüten. Die ist voll. Jo, passt. Dann laufen wir mal so herum. Wo gehen wir jetzt hin? Sie führe dich. Das Problem ist, ich glaube, die führt mich in den Tod. Irgendwo noch ein paar Tabletten. Scheint nicht so. Sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby! Scheiße! Ist sie allein? Tor aufmachen! Mach mal auf die Hütte! Hey Leute! Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Oh, wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. Da lebt doch jeder. Wird sich irgendwann bald mal ändern. Kann nicht mehr lange dauern. Bis sie irgend so ein verrücktes Mädel aufkreuzt und euch alle massakrieren versucht. Jo, will nichts sagen, aber dein Nickerchen ist dann schnell vorbei. Na, wie geht's? Alles grün hinter den Norden? Versteh mich nicht falsch. Ich liebe das Klima hier. Räumt ihr hier immer noch auf? Jep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja. Wir haben noch einige Etagen vor uns. Ach, viel Glück.
Oh. Oh, hey, Bear. So weit von zu Hause weg? Oh, oh. Braver Junge. Hallo, Abby. Hey. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich habe Bär gekillt. Jetzt tut es mir ein bisschen leid, dass ich die Hunde kille mit Ellie. Scheiße! Oh Gott! Oh, Alacoin. Missouri. Ah, hübsche Münze. Hübsch, hübsch. Schlimm ist, wenn ich mit Ellie die Hunde töte, will ich es ja gar nicht. Aber die greifen mich halt an, weil sie natürlich ihr Herrchen, Frauchen oder was auch immer beschützen wollen. Was ja nicht schlecht ist, aber doch irgendwie schon. Ich dachte, ich könnte da mit ihm reden, aber okay. Okay, das heißt wohl, ich muss da rein. Gut. Tja, morgen schaut es hier ein bisschen anders aus. Ein bisschen Blut, ein paar Leichen. Abby. Tod. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was sei nackt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo Abby. Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Dir die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Ja. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay?
Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor... Moment. Alles okay. Wie auch immer. Was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Es wird total überwuchert sein. Super. Ich nenne das eher nicht so super. Bin doch gerade erst aus einem depperten Gebäude rausgekommen und hab's gerade so noch überlebt, mit fast keiner Munition. Und jetzt wollt ihr mich da wieder reinschicken, in einen anderen Ground Zero-Bereich? Ganz recht. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Nope. Sag so viel mal gleich, nein. Okay. Habe ich wieder ein paar Points? Hä? Bewegungsgeschwindigkeit mit gebackten Gegner, ja. Drücke beim Zielen. Ja, okay. Die Frage, was mache ich jetzt zuerst? Irgendwie den Lauschmodus erhöhen wäre schon. Ja. Fürchterlich, die Entscheidungen. Wenige Baulage schneller halte O gedrückt, um in Baulage gehen. Mehr Messer anfertigen. Ja, okay, das wäre auch nicht schlecht, ne? Weil Messer brauchen wir doch relativ viele mit RB. Ja. Da ist wieder Tabletten suchen. Okay. Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los. Ja, darunter will ich noch nicht. Tag war auch nicht so rosig, wie es ausschaut. Dein Tag war sicher auch nicht so geil. Und der da drüben auch nicht. Gott. Jake, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr nach Hause. Ich würde alles dafür geben, jetzt bei dir und Susie zu sein. Ich verstecke mich mit einigen meiner Kollegen. Die Tür ist verbarrikadiert. Und diese Kreaturen sind auf der anderen Seite. Es ist alles viel schlimmer, als wir dachten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand unseretwegen herkommen wird. Zumindest nicht rechtzeitig, um uns zu retten. Ich hoffe, dass du eines Tages diesen Brief erhältst. Ich hoffe, du und Susie werdet euch an mich erinnern. Ich liebe euch beide so sehr, Scott. Shit. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen blüht. Scheint so.
Sieht gar nicht so schlimm aus. Sagst du, das wird sich glaube ich noch ändern. Trauma oder Chirurgie? Da komme ich nicht weiter. Das heißt dann wohl da runter. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Ich bin der Letzte meiner Einheit. Alle anderen, die mit mir hergekommen sind, sind tot. Wir konnten die meisten Türen sichern, aber an manchen sind wir aufgrund der Übermacht der infizierten Patienten nicht herangekommen. Wir haben nicht mit dieser Art von Widerstand gerechnet. Ich dachte, sie sind krank und schwach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit ansehen muss, wie sie meine Männer in Stücke reißen. Ich habe mehrere Bisswunden an Armen und Beinen. Ich werde noch ein paar von diesen Viechern auslöschen, bis meine Kugeln zur Neige gehen. Dann folge ich meiner Einheit. An den Finder. Ihr werdet mehr Soldaten herschicken müssen, um diesen Bereich vollständig zu sichern. Allerdings hoffe ich, dass ihr dieses Gebäude in die Luft gejagt habt und nicht so blöd seid, es eindämmen zu wollen. Viel Glück, ihr Arschlöcher. Ihr habt euch gut gewehrt. Würde ich behaupten, ja. Vorsicht, Tür jederzeit geschlossen halten. Okay, das ist Ground Zero. Da gehen wir als Letzter hin. Halt noch ein Zettel. Den holen wir gleich. Munition voll. Okay. Wollen die heute wirklich wieder da reingehen? Jedes Mal kommt nur die Hälfte des Trupps wieder raus. Wir haben das Labor verloren. Ich glaube wirklich, das war's. Und tut mir leid, dass wir wie in der Schule Zettel hin und her schieben, aber ich traue diesen Soldaten nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Warum bringen die uns nicht hier raus? Sie sagen dauernd, die Evakuierung findet statt, sobald sie sicherstellen können, dass das Gebäude eingedämmt werden kann. Ich meine, sehen oder hören die denn nicht, was da unten los ist? Das Thema ist doch durch. Ich glaube, es geht nicht um Eindämmen. Ich glaube, es geht um die Forschungsdaten. Wir müssen ja weg. Unsere Freunde da unten könnten auch am Leben sein. Du hast doch gesehen, was diese Viecher machen. Das hat keiner überlebt. Zumindest nicht so lange. Es ist schrecklich, aber sie sind tot. Was schlägst du vor? Ich sehe es Gott mit den Soldaten streiten. Er hat offensichtlich genug von all dem hier. Wir holen ihn und suchen einen Ausgang. Warten wir noch einen Tag ab. Mal sehen, was diese neuen Soldaten machen. Einen Tag, dann handeln wir. Danke. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Aha. Das Problem war, wir wissen, wo Scott gestorben ist. Einen Stockwerk höher.
Das hat ihm also nicht wirklich geholfen. Dann mal Ground Zero. Er hat die Notaufnahme. Schön für sie, nicht schön für mich. Bitte nicht immer aus, wenn ich so Schiss habe. Ich sag's gleich, wenn man Flammenwerfer-Munition findet, ist es nicht gut. Das kann nur heißen Gacke. Gib mir irgendwas. Nada. Hier muss doch irgendwas sein. Leichen, Tote, Infizierte, Mord, Totschlag. Das Ende der Welt. Such's dir aus, Mädel. Krankenwagenzufahrt, ja. Du brauchst Strom. Ja. Oh ja. Ich brauche noch mehr. Fünf, sechs Leben wäre nicht schlecht. Ja, ja, ich war mir sicher, dass das ein Kopf ist, dass der mich da eindeutig attackieren kann. Ich bin mir noch immer sicher, dass es ein Schädel ist, der irgendwann aufwacht und mich töten will. Okay, gut. Traumazentrum. Das Trauma passt jetzt schon recht gut. Das habe ich jetzt auch schon.
Oh, Tabletten. Geil. Geh mal ins Traumazentrum. Ich freue mich schon so sehr drauf. Scheiße, was ist das? Gut, dann also zum Operationssaal. Warum? Schön ist, da steht kein Strom. Das heißt, wenn ich Strom einschalte, dann krallt das Scheißvieh raus. Operationssaal. Gut. Alles klar. Das Kleine nennen willst. Nicht mit mir. Mir ist zu einfach, mache ich es euch nicht. Keine Ahnung, ob das einer ist, aber ich glaube nicht. Material für ein Ding hätte ich noch, ja, habe ich noch genug. Passt. Aufwachraum. Ja. Da sind welche aufgewacht, aber nicht so wie du wolltest. Man, das alles klickt ja erst. Klar, lesen wir noch eine Nachricht. Easy. Dr. Kayla Higashi, Steven, ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass ich nur die Tests machen und die Daten protokollieren soll, aber ich komme mit so viel Schmerz nicht klar. Ich habe einige von den Soldaten ins Traumazentrum begleitet. Ich hätte da gar nicht reingehen dürfen. Ich habe gesehen, an was sich die Patienten verwandeln. In was sich die Patienten verwandeln. Jeder Erwachsene und jedes Kind, das mit einem Biss oder einem Kratzer hier ankommt, wird seinen Verstand verlieren und wir lügen sie weiterhin an. Ich habe darum gebeten, nach Hause zu dürfen, aber mir wurde gesagt, ich müsse weitermachen. Irgendein Blödsinn über nationale Sicherheit. Sie haben mir angeboten, ein paar Stunden in einem der Büros zu schlafen. Steven, du musst mich hier rausholen. Ich kriege noch einen Nervenzusammenbruch. Fuck. Es klingt, als ob sie immer noch hier rumkriechen. Es klingt nicht nur so. Ich glaube, das ist auch noch so. Ugh!
Leff wäre jetzt eine Hilfe. Oder Manny. Ja, Manny. Manny wäre großartig. Aha. Ja, mit dem zufrieden. Ich sag's mal so, die Chance ist sehr gering. Sehr gering. Okay, Stromgenerator. Mich wieder töten, wenn ich das jetzt im Endeffekt upgrade. Schaut nicht so aus. Okay, Flammenwerfer kann ich nicht upgraden. Na gut. Gut. Der create man mal den ersetzt den Lauf, um stärkere Schüsse abzufeuern. Plus 25% Schaden. Fertigt ein größeres Magazin an, das habe ich schon gemacht. Ne? Rückstoß. Bringt einen Kompressator an, um den Rückstoß deiner Waffe zu reduzieren. Genauigkeit und Rückstoß. Okay. Ich habe was gehört. Alter, da kriegt man ja echt Panik, ey. Nachladegeschwindigkeit, Stabilität. Okay, was ist ein Feuerstoß? Feuerrate. Modifiziert den Abzug so, dass mit und auf Feuerstoß mit 3 Patronen ein- oder ausgeschalten werden kann. Ja, das ist doch recht sinnvoll. Okay. So, jetzt heißt es Generator anwerfen. Will ich nicht. Wir machen das in der nächsten Folge. Leute, ich wünsche euch was. Schön, dass ihr dabei wart. Das nächste Mal wird's richtig scheiße. Ich wünsche euch was nochmal. Bye.